Polizisten als Automatenknacker. Hier im Hinterzimmer einer Kneipe in Hamburg. Ein Knopfdruck macht die mutmaßlich illegalen Profite der Betreiber sichtbar. Fast eine Viertelmillion Euro. Das ist jetzt ganz interessant. Warum machen die Leute weiter, auch wenn wir kontrollieren, wenn wir die Gaststätte das dritte Mal untersagt haben, wenn wir geschlossen haben, weil das Geld so viel ist, was lockt. Ja. Aber wer spielt hier? Das sind Leute, die eine gewisse Sucht entwickelt haben, teilweise nicht wissen, wo sie das Geld herkriegen, oder das Geld direkt, das sehen wir häufig auch direkt von der Arbeit offensichtlich, in die Geräte tragen. Anders als bei legalen Geräten sind hier unbegrenzte Geldeinsätze möglich, mit entsprechendem Risiko. Mitten in der Razzia taucht der Betreiber auf. Er hat nichts dagegen, dass wir drehen, solange er unerkannt bleibt. Der Mann gibt sich unwissend. Das ist eine Straftat. Und woher kommen diese Geräte? Geräte, keine Ahnung. Wissen Sie auch nicht, woher die Geräte kommen? Nein. In Köln treffen wir einen der erfahrensten Ermittler Deutschlands im Glücksspielbereich und der organisierten Kriminalität. Er erläutert das System. Wenn Sie der Wirt sind und ich bin der Aufsteller, dann gehe ich zu Ihnen hin und sage, ich habe hier zwei Geräte für dich. Wir schließen einen mündlichen Vertrag. Die Einnahmen werden hälftig geteilt. Sie betreiben das in Ihrer Gaststätte und ich komme monatlich, wöchentlich, je nachdem, wie gut das oder schlecht das Gerät läuft. Und wir teilen uns dann die Einnahmen. In Hamburg endet die Razzia. Eine von vielen in diesem Kiez. Der Einsatzleiter zieht Bilanz. Es macht mich traurig schon. Ne? Und ich denke eben auch dran, dass ich ja zu Hause auch Familie habe. Und wenn ich in der Situation wäre und das Geld dann nicht nach Hause trage, sondern solche Gaststätten und zu Hause fehlt es meinen Kindern. Experten schätzen, dass jährlich zwischen 3 und 6 Milliarden Euro mit den illegalen Geräten verdient werden. Und in Deutschland sei jedes dritte Spielgerät illegal.